Fast jede Katze hier angefasst, ja. Das sieht schon mal gut aus. Revelio. Oh, was denn hier? Wir kriegen sonst Ärger. Du kriegst Ärger, aber Piefs putzt du nicht weg. Sie nennt's Wut, er nennt's Fleck. Es reicht. Wegen dir müssen wir noch nachsitzen. Und ihr liegt sowieso beide falsch. Es war Hephaestus Gore. Gut, Fleck, ihr seid beide weg. Ihr alle habt Ärger mit Professor Fleck. Das sind auf jeden Fall krasse Rätsel, ne? Die sagen mir gerade noch nichts. Aber ich glaube, das hat was mit der Tür zu tun. Da ist ein Einhorn. Fragezeichen. Ach, das eine ist hierfür. Das doppelte Fragezeichen ist hierfür. 12, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. Wenn wir 12 minus 4 machen würden, wären wir bei 8. Dann hätten wir das. Wir haben 3, 5, 3 minus 2. Wenn wir einhauen, das passt aber nicht. Das ist auf jeden Fall eine krasse Dings hier. Hä? Also ich probiere jetzt einfach alles aus. So, jetzt ändern wir hier einmal nochmal. Dann einmal hier. Aha. Einfach alles ausprobieren, dann funktioniert das. Also da, das Gesicht. Aber wieso? Also, wieso das? Drei wird passen. 1, 2, 3, weil da 3 stand. Und das wäre aber 10. Rebellion. Das hat bestimmt irgendeinen Sinn und Zweck gehabt, aber... Das ist schon krass. Da war doch noch eine Tür unten, ne? Ah, das ist schon, muss man schon... Ach hier. Lumos. Revelio. Kann ich damit nichts machen.
ist schon sehr interessant, wie hoch dieses Gebäude geht. Revelio. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Meine liebe Satyavati, du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Metroidenschauer geirrt haben. Ich muss kurz jetzt bei TikTok live beenden, mein Akku ist fast leer, 3% noch. Hier beenden wir einfach den Stream. Zack. Bevor mein Akku leer geht. Expelliarmus. WhatsApp. So, weiter geht's. Hier einmal aus. So, weiter geht's. Meine liebe Satyavati, du wirst dich freuen zu hören, dass ich von einem neuen Kontakt, meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Metroidenschauer geehrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel. Wohlgemerkt, soweit ich weiß, und vorschlagen, die Position des Staubs auf der Erdlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Metroiden und Kometen herzustellen. Genial, wirklich, man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen können. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter anwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ehrt mich der Grund dafür. Ich freue mich sehr auf unsere Reise nach Yanta Manta später in diesem Jahr. Das ist ein echter Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. In Liebe. Sushrita. Okay. Das ist bestimmt die Frau hier, ne? So geheimnisvoll sitzt die aber nicht da. Okay. Revelio. Hier ist nichts anderes. Was haben Sie jetzt vor? Aha. Revelio. Lumos. Revelio. Bin ich der Einzige, der hier Schatztruhen aufmacht, Alter? Macht kein anderer Schatztruhen auf? Dass sie da immer so stehen bleiben? Aha, Teleskop. Eule.
Alter, wie hoch das Gebäude ist, ja. Kann ich das nicht benutzen? Schade. Wir gucken mal, wo unsere Aufgabe ist. Inventar. Okay. Hier ist nichts passiert. Sammlungen. Da. Fleischwerk. Was ist das? Mhm. Aufträge. Ach so, das ist das Geheimnisvolle. Nee, wir gehen erstmal zu Dr. Weasley. Professor Weasley, Doktor, Alter. Jo. Okay, der gibt mehr Offensive. Ah, das nehmen wir erstmal. Aber ich frage mich, wie, wenn man die den Erscheinungen ändern kann, ja? Was haben wir hier? Oh, das nehmen wir, ne? Das sieht doch nice aus. So, wir gehen wahrscheinlich danach einkaufen. Irgendwo ist immer noch ein Ausrufezeichen. Komisch. Guck mal. Ah. Da. Erscheinungsbild ändern. Da. Haben wir doch jetzt gefunden. Nee, die war schon okay. Und hier? Aha. Boah, der sieht heftig aus, ne? Und hier? Da. Boah. Boah, dieses Ding sieht elegant aus. Und das ist heftig. Das nehmen wir. Hier können wir auch noch ändern. Ich glaube, das war. Das sieht auch nice aus. Aber wir machen so. Oder nee, wir machen. Wir machen so. Wir nehmen das. Nee, doch, wir nehmen das. Und hier machen wir das hier. Ach nee, der nimmt das dann komplett. Nee, so ist besser. Wenn ich jetzt das nehme. Ja, so ist gut. Handschuh. Das ist doch nice. So sieht's doch besser aus. So sehen wir doch etwas krasser aus, ja. So, unsere Aufgabe ist da, dann können wir doch bestimmt
Schnellreise machen. Dann brauchen wir nicht komplett runterlaufen. Dann haben wir die Sache doch erledigt. So. Revelio. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht. Was sucht denn dieser Kobold von Herr der Ringe hier, Alter? Dieser Goblin. Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ach, bei Harry Potter gab es ja auch so einen, ne? Da sind sie. Stimmt, Alter, habe ich ja voll vergessen, ja. Diese Arme. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, der immer schon, gemobbt wurde, Professor. Irgendwie. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Aber nein, Professor. Aha, als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles ja, noch Mann. Besser. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Also ich lasse unser Zauberstab mich nur von ihm ausstatten. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Okay. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Okay. Perfekt. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Also ich habe mit dem Unterricht gehabt, ist doch normal, dass du mich mit denen siehst. Aber ich glaube, ich nehme Natsai mit, ja. Weil dieser Sebastian war mir ein bisschen unsympathisch, ja. Natti war sehr sympathisch am Anfang. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Onai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Guck mal, ich habe die richtige Sie Wahl Sie sorgt getroffen. Dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Romans Aufgabe fertig, ja, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Nee, was für Butterbier, Alter. Melde dich bei Professor Roman. Auftragsprotokoll öffnen. Reparo, reparieren. Dann gehen wir dahin. Aber das Aussehen ist mir ein bisschen zu dunkel, ja. Ich denke, wir machen das hier so. Das sieht mir schon. Ich finde das schon echt klasse. Und Schall kann so dunkel bleiben.
Handschuh können so bleiben. Ich finde die Mütze aber... Machen wir erstmal ohne weiter. Es war mir zu dunkel, ja. Aber wieso ich sehe immer noch so ein Ausrufezeichen, ja? Das checke ich nicht. Egal. Das ist bestimmt so ein Bug. So. Okay. Guck mal, wo wir hin müssen. Da. Auftrag folgen. Okay, ich glaube. Revelio. Ja. So werden wir auch schnell den Weg finden. Hier war ich ja schon mal, glaube ich, ne? Ah, da ist er doch schon. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Reparo. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Das stimmt. Praktisch ist immer... Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Zerbrochenen Statue? Da... Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Da. Akio. Wie muss ich das denn machen? Da haben wir es. Sehr gut. Da ist noch einer. Wieder so Timing-Sache, ja. Man muss schon den perfekten Timing haben. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Da. Ach, hier. Großartig. Ich brauche gar nicht 10. Ohne 10 geht das sogar besser. Das ist schon fertig? Nur 2 Stück? Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben... Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan.
Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran, Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Sehr gut. Jetzt haben wir auch Reparo gelernt. Genau so. Sehr gut. Üben wir das mal direkt. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie mit der zerbrochenen Statue in der Nische im Wasser. Angeblich stellt sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Reparo. Lumos. Levioso. Accio. Reparo. Was ist das denn? Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Was brauche ich dafür, Bruder? Ah, okay. Darum, das macht Sinn. Dann sieht er mich ja nicht mehr. Okay, Bruder. Warum hassen dich denn alle? Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Ich lasse mich eigentlich nicht gern mit Gestank einsprühen. Nur wenn du verlierst, was mir nie passiert. Oder zumindest nicht oft. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Hätte ich auch gemacht. Ja, ist schon ein bisschen überreagiert. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Ja, was ein Zufall. Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, mal, ja? Wenn du alle Vielleicht meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Das Ding ist, obwohl die redet auf Deutsch, lese ich trotzdem mit. Einfach Fakt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas freigeschaltet haben. Da sieht es schon mal... Okay. Dieser Schal sieht sehr schön aus. Und dieser Umhang sieht schön aus. Gucken wir mal. Aufträge. Ja, woher finde ich denn jetzt diese Kobolde? Revelio. Da soll einer sein, oder was?
Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ich bin bereits an mein Ziel. Da ist, glaube ich, etwas. Ach hier. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Einen haben wir schon mal. Ist jetzt jeder überall woanders, oder was? Ach. Egal, wir machen das mal kurz, ganz schnell. Was ist das denn? Rebellion. Cool. Da ist wieder ein Auftrag. Das kann doch nicht so schwer sein, wie es Lumos aussieht. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Okay. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Krass, wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Ja, Bruder, ist denn hier? Komm, wieso geht zu das mir, denn? Falls du Lumos! Weißt, ah, jetzt. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Es ist unmöglich, Adam. Ist das in der Nähe? Da vielleicht? Ah. Ich glaube, dieser Schal sieht besser aus, ne? Direkt ändern. Ja, so ist schöner. Vielleicht können wir sogar jetzt... Machen wir so. Weiß ich nicht, ja. Ich finde das irgendwie krass. Aber auch irgendwie nicht. Irgendwie gefällt mir das, irgendwie aber auch nicht. Ich finde den schöner, ja. Der ist auch hässlich. Machen so. Was ist hier? Ach so. Ja, wir machen erstmal weiter hier. Ich verspreche dir. Wir werden ein bisschen wieder tanzen. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Ah, da ist etwas. Revelio. Protego!
Lumos. Ich glaube, wir müssen den einfach zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Das ist wieder dieses Spiel. Aber den bringen wir jetzt in den Bilderrahmen. Da. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Krass. Aber wir machen erstmal wieder diese Tür da auf, wenn wir schon hier sind. Das habe ich immer noch nicht verstanden, aber irgendwie lösen wir das schon. Da ist jetzt eine Krabbe. Das letzte Bild und 17 und Doppelfragezeichen, also Doppelfragezeichen, wo ist das denn? Das eine ist hier. Hä? Wo ist denn das andere? Ja, wir brauchen diese doppelte Frage. Ich frage mich, ob der hier drin ist. Schreibe ich meine Zaubertrankideen lieber. Das reicht jetzt aber auch. Wieder mal auf Abenteuer. Komisch, ja. Mit den Türen, das ist schon ein bisschen komisch, aber das finden wir schon irgendwie. Gehen erstmal zu der, dann schließen wir die Mission ab. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Natti ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Wir gehören zu den besten Schülern. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Rivelio! Jetzt, also Nebenmission haben wir schon mal abgeschlossen. Nein, jetzt müssen wir den anderen weiterverfolgen. Haben wir irgendwas bekommen? Da. Noch nicht. Das habe ich doch jetzt gerade bekommen, ja? Check ich nicht. Ah, hier. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, das können wir jetzt, ne, ist nur Erscheinung. Oh, das sieht schon nice aus, ja. So. Jetzt wollte ich Hauptmission ändern, hier Aufträge. Koboldsteine, machen wir jetzt weiter, bis wir das beendet haben. Hoch. Die Melodie immer, wenn so ein Rätsel fertig ist. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Guck, ob hier vielleicht irgendwie. Aha, hier ist wieder so ein Rätsel. Aha. Hier ist doch die Erklärung dafür. Bro!